Ja, hallo, da bin ich wieder und ich wollte wieder ein kleines Tutorial zeigen. Ich habe das jetzt schon eigentlich alles vorbereitet. Ich wollte ja, wie ich das schon geschrieben habe, dass ein Soldat aus der Kiste einen Werkzeugkasten rausholt und dann so tun wird, dass wir den Bradley hier reparieren. Jetzt habe ich ihn einen Tag gegeben, auf W, Tags, Repair Soldier habe ich ihn gegeben. Und der Kiste habe ich auch einen Tag gegeben, ein Repair Kit. Dann drücken wir auf Inventory, habe ich ihn hier einen reingelegt. So. Dann bin ich auf Waypoints, hab einen Waypoints gesetzt. In den ersten Waypoint habe ich Inventory eingegeben, Take From, dann was der haben will, ein Repair Kit und Entity ist halt die Kiste, halt dann der Tag sozusagen Repair Kit, was ich auch eingegeben habe. Dann geht's weiter zu 5, wieder auf Inventory, dann einfach nur Drop, dann lässt er es nicht einfach los, also du wirst einfach da hinlegen. Und da der halt so tun will, soll, dass der auch repariert, also dass der so tut, als würde er den Panzer reparieren, habe ich auf Animation das geschrieben. Nach Squad Repair 1, Leertaste, dann wieder Squad Repair 2. Also auf Flex, bei Flex habe ich auf Loop, dann macht er das die ganze Zeit. So, dann habe ich hier noch Soldaten. Die sollen sich einfach nur schlafen hinlegen. Ah, nicht zu vergessen, dann hier unter Trigger, dann habe ich das hier gegeben. Ein hingeschrieben Repair. Und dann halt Active to Waypoint, Waypoint 0. Dann halt sein Tag. Das war's. Ist einfach, eigentlich alles ganz einfach. Ich habe davor jetzt halt die Waypoints gesetzt. Was habe ich noch immer? Ich habe ihm den Namen gegeben, also die Tags. Dann halt wie draufgegangen, Rechtsklick. Also mal dann habe ich Repair eingegeben. Eins genau so, dann habe ich einfach auf OK gedrückt, Ende. Ist nichts Weltbewegendes. Dann halt auf Commands rechtsklick, oder ist das gefunden, also gesucht, drauf gedrückt und dann halt das da eingegeben. Ist auch nicht schwer. So. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Hier. Damit die sich schlafen legen. Der hat eine andere Schlafposition, so wie der hier. Einfach auf da. Da habe ich einen Waypoint gegeben, nur einen einzigen auf Animation. Lie Sleep L1 auf Loop, dann bleibt er auch da liegen. Und bei dem halt das ein anderes halt. Lie Sleep Idle 2. So, Loop, dann halt wieder bin ich auf Trigger gegangen. Hab den hier ein eigen geben, Sleep. Den ersten Waypoint 6 war das, da hat er sich hingelegt. Den Tag von den Soldaten habe ich einfach Sleep gemacht. Und von den zweiten habe ich alles halt Waypoint 7 und sein Tag war Sleep 2. So. Dann kommen wir zu denen hier. Graben habe ich einfach hingeschrieben. Der soll so tun, als würde er graben. Erstes Inventory. Wie ihr das sucht, das ist direkt hier Rechtsklick, Entity, Inventory. So, dann halt drücken wir drauf. Als erstes bei Action auf Add, Sandbag Kit 2. Ich habe jetzt das hier gegeben, weil bei Men of Assault Squad, da gibt es diese Schaufel nicht. Oder hier in den Mod, den ich gerade benutze, diese ganz große normale Schaufel, das gibt es hier nicht. Deswegen habe ich ein Sandbag Kit gegeben. Das ist ein, ja, das ist ein Schaufel und Sandbag halt drauf. Sieht nicht wirklich realistisch aus, aber ja, besser als nichts. Und bei Man of War, das erste, also das normale, das Originale, da geht es, da holt er auch die ganz große Schaufel raus und dann gräbt er auch ganz normal. Also richtig. So, ja, das war's jetzt eigentlich. Dann habe ich nochmal Inventory gemacht. Diesmal soll der es nehmen, also Take. Items Sandbag Kit 2. Animation. Schreibt man das hier rein, Stand Deck Drench, dann wieder auf Flex Loop und dann macht er das auch. So, was habe ich hier noch gemacht? Die haben keinen Waypoint bekommen, aber die haben alle einen Tag bekommen von mir, alle den gleichen. Ich habe den einfach Crew gegeben und den Gepard habe ich auch einfach, also einfach Gepard gegeben. So, was ich bei denen eingestellt habe, das war hier, Angriff ist falsch geschrieben, naja, egal. Bei Condition, Rechtsklick, dann See Enemy. Wenn die feindliche Soldaten sehen, werden die in den Panzer steigen. Also auch deren Tag ist Crew, lässt man dann auch so. Und bei Board, bei Selector ist Crew, also die Soldaten, bei Vehicle ist Gepard, ist ganz klar, also ist klar. So, wenn die jetzt halt, wenn die Soldaten kommen, also feindliche Soldaten kommen, werden die in den Panzer steigen. Und das mache ich dann gleich, das zeige ich dann auch gleich. So, jetzt gucken wir uns das alles an, wie das bei denen gelaufen ist. Ich drücke mir jetzt ganz schnell auf Start. So, jetzt geht er dahin. Holt sich einen Werkzeugkasten. Ja,
Wie man sieht, die legen sich hin. Der liegt so, der andere liegt so. Jetzt beobachten wir erstmal den hier. Geh mal schneller. So. Man halt sieht das so aus, als würde den Panzer reparieren. Natürlich macht er das ja nicht. Soll ja halt nur so aussehen. Das kann man ja für Missionen benutzen, für was auch immer, damit es halt realistisch aussieht oder mehr Spaß macht. Ja, halt wie gesagt, die hier schlafen jetzt. Der hat die Position, der hat die Position. Deswegen das 1 und die, also deswegen die 1 und die 2 da. Ja, du sitzt einfach. Jetzt kommen wir zu denen. Und der ist hier am Graben. Besser als nichts, denke ich jetzt. Ja. Und jetzt halt noch zu denen. Die verschiebe ich kurz hier aus neben raus. Ich mach mal jetzt ein paar Soldaten, also Gegner. Player 1, ja. Passt. Lass sie einfach drauf losstürmen. Жду задания. На тебе! Огонь по пехоте! Второй, четвертый, перенести огонь на новую цель. So, jetzt steigen wir. Ja, das hat auch funktioniert. Ja, okay. Die hauen auf, ist ja auch klar. Mal auf, finde ich. Ja, mehr gibt es auch nicht zu erklären. Ist eigentlich alles ganz einfach. Ich gehe noch mal einmal ganz schnell durch. Bei denen habe ich einfach ganz normal einen Tag gegeben. Repair Soldier, dann der Kiste einen Tag gegeben. Repair Kit. Auf Waypoints habe ich Waypoints gegeben, also von 0. Bis 1 fängt er an. Auf 0 habe ich das hier hingeschrieben. Ganz wichtig, Take From, Repair Kit, also was er haben will. Entity Repair Kit, also das ist der Take von der Kiste. Dann geht ihr hier hin, bis zu 5. Inventory, dann einfach Drop, dann hat er das, was er in der Hand hat, wird es einfach da hinlegen. Und dann habe ich ihm eine Animation gegeben. Schreibt ihr das hin. Und dann macht er das dann auch. Bei denen hier habe ich einfach auf Sleep, Animation, Lie Sleep Idle 1, Loop. Bei denen das gleiche, nur halt, da steht nur die Nummer 2. Sleep, den habe ich, das einzige, was ich den gegeben habe. Der soll sich zum Waypoint 6 begeben und der zum Waypoint 7. Dann werden die auch die Text und das, was ich da eingeben habe, alles ausführen. So, der hier macht das auch, der soll, begebt sich zum Waypoint 1, der Gräber hier, und macht das auch alles. Der, sein Tag ist Gräber. Halt, sein Waypoint ist Nummer 8, Inventory. Add, send by Kit 1, Kit 2, dann wieder nochmal Inventory, dann Take. Dann das, was der bekommen hat, wird er dann halt in die Hand nehmen und das dann auch benutzen, dann auf Animation. Stand Dick Trench und dann auf Loop, dann macht er das auch. So, das war's. Und halt wie bei denen habe ich den einfach nur einen Tag gegeben. Crew, Gepard und die brauchen ja keinen Waypoint. Angriff, hier dann auf Rechtsklick auf Condition und dann halt See Enemies. Und die Soldaten, also hier, ich habe deswegen der Selector, das sind ja die Soldaten, wenn die die Feinden sehen, werden die dann halt in den Gepard beim an, da kommen die auch alle da rein und deswegen dazu bei Commands, Rechtsklick Commands, Add, das findet man hier bei Actor Board. Board, Selector ist ja Crew, die Soldaten. Und wie halt ist der Gepard? Also wenn da keine feindlichen Soldaten in der Nähe sind, bleiben die auch dann so stehen, wenn da halt Gegner kommen, dann steigen die in Panzer ein und das war's jetzt eigentlich. Und das war's. Und dann kämpfen die, schießen die. Ende. So, ich. Das war's jetzt auch alles. Ich glaube, das war verständlich genug und ja, viel Spaß damit noch. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und bis zum nächsten Tutorial.